Mein Name ist Dr. John Hamish Watson. Obwohl ich eigentlich bloß ein einfacher Militärarzt bin, kennt man meinen Namen doch mittlerweile in der ganzen Welt. Dies verdanke ich einzig einem Umstand in meinem Leben, und er hat nicht das Geringste mit meinem eigentlichen Beruf zu tun. Über viele Jahre genoss ich das Privileg, die Ermittlungsarbeit meines Freundes Sherlock Holmes als Chronist begleiten zu dürfen. Es war mir stets ein Vergnügen, meine Leser mit den Details der Abenteuer des Meisterdetektivs in Erstaunen zu versetzen. Mitunter gab es aber auch Fälle, deren Berichte aus vielfältigen Gründen ausdrücklich nicht für eine Veröffentlichung bestimmt waren. Meist entsprang dies dem Wunsch der Auftraggeber nach Diskretion oder es war schlicht der Brisanz der geschilderten Ereignisse geschuldet. Versiegelt lagerten diese Berichte in einem Archiv, bis endlich die Zeit gekommen war, auch die geheimen Fälle des Meisterdetektivs zu erzählen. Sherlock Holmes saß eines Nachmittags in den späten 1890er Jahren, während ich mich genüsslich in die Zeitung vertieft hatte, in seinem Sessel vor dem Kamin hingestreckt und las bereits zum zweiten Mal mit zunehmend ernster werdendem Gesichtsausdruck einen Brief, den unsere gute Mrs. Hudson erst vor wenigen Minuten gebracht hatte. Was ist denn? Welch eine interessante Wendung dieser bisher quälend langweilige Tag doch durch diesen Brief nun zu nehmen scheint. Aha. Inwiefern? Bitte. Lesen Sie selbst. Oh, gern. Auch wenn dies wahrlich ein klarer Fall zu sein scheint, ist er doch bei weitem nicht uninteressant. So. Lieber Mr. Holmes, vergeben Sie mir, dass ich eine vollkommen Fremde Ihnen schreibe. Aber ich befinde mich in einer ausweglosen Situation. Vermutlich werden Sie sich einer lieben Freundin von mir erinnern, Isabel Blount, welcher Sie vor einigen Monaten die Güte hatten zu helfen. Sie riet mir, mich vertrauensvoll an Sie zu wenden und ebenfalls um Ihre geschätzte Hilfe zu bitten. Ich hoffe, es passt Ihnen, wenn ich Sie morgen Nachmittag um 3 Uhr in Ihren Räumlichkeiten in der Baker Street aufsuche. Ich werde mich in jedem Fall um diese Stunde bei Ihnen einfinden, auch auf die Gefahr hin, dass Sie keine Zeit für mich haben. Es grüßt Sie herzlich, Ihre verzweifelte Catherine Moody. Es grüßt Sie herzlich, Ihre verzweifelte Catherine Moody. 3 Uhr. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit, bis es soweit sein wird und die Klientin sich hier einfindet. So schade, dass die Sache derart schlecht für den Beschuldigten aussieht. Sie wissen also schon, um was es sich handelt? Selbstverständlich, lieber Watson. Das war doch nur zu deutlich. Manchmal glaube ich, Sie lesen die Zeitung gar nicht, sondern blättern sie nur durch, um den Anschein zu erwecken. Ansonsten müsste Ihnen doch in der gestrigen Ausgabe... Moment. Dieser Artikel hier aufgefallen sein. Nur zeigen Sie mal her. Hier, bitte. Schockierende Tragödie in Leicestershire. Junger Künstler wird Opfer eines brutalen Mordes. Ein Verbrechen, welches an Grausamkeit nicht zu überbieten ist, wurde gestern auf dem Grund und Boden von Maxbury Hall verübt, dem Anwesen von John Playfair, der dort seit ein paar Jahren gemeinsam mit seinem Mündel Miss Catherine Moody lebt. Catherine Moody? Ja, ist schon gut. Unweit des Herrenhauses befindet sich, idyllisch unter hohen Bäumen erbaut, das Gartenhaus, welches als Gästehaus genutzt wird. Der Blick von dort über das Anwesen soll geradezu atemberaubend sein und jeder sollte sich glücklich schätzen, der dort einmal untergebracht werden sollte. Dies galt auch für den aufstrebenden jungen Maler Bernard Power, dem der Hausherr in den letzten Wochen seine Gastfreundschaft gewährte, damit er dort wohnen und in Ruhe arbeiten konnte. Als Mr. Playfair gestern Nachmittag von einer Ausfahrt in der Kutsche zurückkehrte, wunderte er sich über die offenstehende Doppelflügeltür des Gartenhauses. Näher kommend sah er den jungen Künstler in einer Blutlache vor seiner Staffelei liegen. Durch einen schweren Schlag war ihm der Schädel eingeschlagen worden. Ohne etwas zu berühren, verließ er den blutverschmierten Tatort und alarmierte sofort die Polizei.
Der herbeigerufene Arzt stellte fest, dass Mr. Power seit etwa 5 Stunden tot war. Somit muss das Verbrechen gegen 10 Uhr an jenem Morgen verübt worden sein. Inspektor Savage, der die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat, ließ dann den Leichnam vom Tatort abtransportieren. Dabei wurde auch die Tatwaffe entdeckt. Es handelt sich, dem Vernehmen nach, um einen schweren Stein, an dem Blut- und Haarbüschel gefunden wurden, die eindeutig von dem Toten stammten. Laut Mr. Playfair, dem Gutsbesitzer, wurde der Stein seit langem als eine Art Türstopper genutzt. Ursprünglich stammt er von den Erdarbeiten, als das Gartenhaus gebaut wurde. Seiner Aussage nach nutzte der Künstler den Stein gelegentlich in den Nachmittags- und Abendstunden, um die Tür offen zu halten, wenn er an seinen Bildern arbeitete. Ein Unfall oder Selbstmord können aufgrund der Spuren ausgeschlossen werden. Der Mörder muss sich dem unglücklichen Maler von hinten genähert haben, während dieser an seiner Staffelei beschäftigt war. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen. Mit schnellen Ergebnissen wird angesichts der vielfältig aufgefundenen Spuren zu rechnen sein. Wir werden berichten. Und hier ist der Artikel in der heutigen Ausgabe über diese angeblich schnellen Ergebnisse, mit denen zu rechnen sei. Aha. Lesen Sie nur, mein lieber Watson. Ich denke, dies wird nämlich der unmittelbare Grund sein, weswegen die bedauernswerte Miss Moody gleich hier bei mir vorstellig wird. Ja. Die Polizei hat wahrlich keine Zeit verloren, um die Tragödie aufzuklären, die sich tags zuvor auf dem Gelände von Maxbury Hall zugetragen hat. Wie berichtet, wurde der junge Maler Bernard Power erschlagen, im Gartenhaus vor seiner Staffelei liegend aufgefunden. Von einem brutalen Mord war daher auszugehen. Gestern bereits konnte Inspektor Savage nun einen benachbarten Großgrundbesitzer namens Hubert Dainton festnehmen. Dem Vernehmen nach wurde ein Spazierstock, der eindeutig ihm gehört, am Tatort gefunden. Zudem lag eine Zigarettenkippe der von ihm präferierten Marke auf dem Boden daneben. Der Tatverdächtige bestritt den Vorwurf des Mordes und gab an, nichts über den Tod von Mr. Power zu wissen. Überflüssig zu erwähnen, dass Mr. Playfair, der Besitzer des Gartenhauses, in welchem der Mord geschah, zutiefst aufgewühlt über das ganze Geschehen ist. Immerhin war der Tote eine Art Protégé von ihm. So was. Wie konnte ich diese Meldungen nur überlesen? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Tja, scheint eng zu werden für diesen der Tatverdächtigen Hubert Dainton. Die aufgeführten Indizien sprechen eine deutliche Sprache. Und zwar nicht gerade zu seinen Gunsten. So ist es. Wobei das schon fast wieder für den Beschuldigten spricht, möchte ich sagen. Wie? Wie Sie sicher gehört haben werden, hat es an der Haustür geläutet. Mhm. Warten wir doch einfach ab, was Miss Moody über die ganze Sache gewissermaßen aus erster Hand zu berichten weiß. Ja. Herein? Guten Tag, die Herren. Ich dachte... Schon gut, schon gut. Bitte treten Sie ein und schließen Sie die Tür, Miss Moody. Wir erwarten Sie bereits. Na schön. Guten Tag. Dies ist Dr. Watson, mein Freund und Chronist. Ja. Sie können natürlich auch vor ihm ganz offen sprechen. Aha. Ganz bestimmt, Miss Moody. Nun ja. Mein Name ist Sherlock Holmes. Sehr angenehm, Mr. Holmes. Gleichfalls. Bitte, nehmen wir doch wieder Platz. Gern. So. Setzen Sie uns also ins Bild, Miss Moody. Ja, ich nehme an, Sie wissen, worum es geht. Ganz recht. Es stand ja immerhin in allen Zeitungen. Ja. Wobei Papier ja bekanntlich geduldig ist und ich mir von Ihnen durchaus noch etwas mehr Detailwissen erhoffe. Daran soll es gewiss nicht scheitern. Gut. In den Zeitungen stand, dass Hubert Dainton gestern als Schuldiger am Tod von Bernard Power auf dem Gelände der Besitzung ihres Vormundes verhaftet worden ist. Das stimmt, leider. Aber er ist unschuldig, das weiß ich sicher. Er selbst hat, wie ich der Zeitung entnahm, ebenfalls alles ihm zur Last Gelegte abgestritten. Die Polizei jedoch scheint anderer Meinung zu sein. Das
Ja, das kann man so sagen. Umso wichtiger ist es, dass Sie mir nun keine noch so unbedeutende Information vorenthalten. Wenn überhaupt eine Chance besteht, Mr. Dainton zu entlasten, muss ich über alle Fakten verfügen, auch wenn diese Ihnen womöglich mitunter vollkommen unwichtig erscheinen mögen. Ich werde keine Informationen zurückhalten.